Tooltime. Ja, wieder mal ein schönes Unboxing und ihr könnt schon sehen, wo es sich drum handelt. Wieder um Losi-Teile, natürlich nicht. Und ja, Karton ist ein bisschen schlabberig angekommen, aber dafür fix. Also da muss ich sagen, 2 Tage dafür, wenn man das nachmittags, hier ist offen, bestellt hat, ist das okay. Jetzt muss ich wieder gucken, wie ist der ja? Aha, da ist er, Moment. Raus damit mit der Quittung und ich habe den Karton wieder von unten aufgemacht. So, und zwar einmal und zweimal und gar nichts mehr drin. Derartige Papier kann man schon mal wegstellen. Tja, wo fange ich mit an? Ich hatte ja bei einem Händler, RC Doc heißt der, glaube ich, einen Filter bestellt. Und ja, eigentlich sollte das hier Kamatsky-Film werden. Und der ist ein bisschen klein geraten, würde ich mal sagen. Wenn auch niedlich. Vielleicht kann ich den mal im Losi verbauen. Der war nicht richtig, aber ich habe überprüft gehabt. Meines Erachtens habe ich den nicht verkehrt bestellt, sondern ja, haben sie mir verkehrt geliefert. Jetzt kostet der nicht so viel. Das heißt, es lohnt sich nicht, den zurückzuschicken auf meine Kosten. Das heißt, dann habe ich keinen Gewinn gemacht. Das heißt, ich komme da plus minus null aus der Geschichte raus, aber habe dann keinen Luftfilter, nichts. Also plus minus stimmt gar nicht. Ich muss, glaube ich, sogar noch was drauf bezahlen. Und dann habe ich ihn behalten, Arschlecken, und habe mir beim anderen Verein mir einen Luftfilter bestellt. Da gab es verschiedene Größen und ja, die Firma, die ich nicht nennen möchte, die gibt es ja schon einige Zeit und da bin ich an sich ganz gut mitgefahren und wird auch viel verwendet. Und jetzt mache ich meinen Karton vorsichtig auf, falls das Ding, hoppla, falls das Ding nicht passen sollte. Ich habe mir jetzt für die Version entschieden, für nicht noch einen zusätzlichen Filter. Also hier drüber gibt es da noch mal was. Und ja, das hätten sie auch ein bisschen durchziehen können hier. Naja, ist nicht ganz so wichtig. Ja, hier ist noch mal so ein Vlies oder was drüber. Für nochmal zusätzliche Pollenfilterung oder weiß der Geier oder Dreckfilter braucht nicht sein. Ich möchte es nicht beschreien, aber der sieht mir ein bisschen schmal aus. Also jetzt in der Breite. Und das werden wir aber gleich vor Ort feststellen. Da wird das Ding verbaut. Auf Teufel komm raus. Nein, wenn es nicht passt, muss ich es leider wieder umtauschen. Zähneknirschend. Und naja. So, und hier haben wir noch ein hübsches Teil. Und tada. Kraftstofffilter. Ja, wie man sieht, der Karton ist schon einige Male ausgepackt gewesen hier, ziemlich zerdeult und aufgerissen. Und das hat auch deswegen, ist das der Fall, weil es diesen Filter für meinen Wagen in 2 verschiedenen Ausführungen gibt. Ich habe mich jetzt für diese Ausführung, ja, da sieht man sogar noch Dreck da dran oder was, mit dreckigen Finger angepackt. Ja, dann werde ich aber black. Das gibt es doch gar nicht hier. Guckt euch das mal an. Da sieht man den Handwerker mit seinen schmutzigen Fingern. Da haben die mir tatsächlich hier einen geschickt, den schon mal einer in der Hand hatte. So eine Sauerei. Also das sieht man hier ganz klar und deutlich. Da war einer mit Dreckfinger dran. Also das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Und ich sehe auch, nee, die Dichtung ist, das ist zumindest da. Ja, so ein Ärger. Der kriegt schon mal wirklich Platt bei sowas. Das finde ich voll scheiße, sowas. Naja, gut. Wenn es mehr nicht dran ist. Und, oh, ich halte mich fast hin. Ja, es gibt einmal den, der hat nur ein kleines Löschchen hier drin. Und der hat jetzt einen großen. Da kommen dann die Rohre raus und ja, das Führungsteil in der Mitte. Eine neue Dichtung und der kleine Dichtring fürs Entlüften, wo viele nicht machen und vielleicht auch nicht notwendig. Und jetzt bin ich hier noch ein bisschen platt von den aufgemachten Luftfilter und Dreck da dran. Das finde ich mal richtig doof. Jetzt gucke ich mal in die Tüte nach. Also jetzt wird es vielleicht doch noch ein Motzki-Film oder so. Eine neue Schraube haben sie nicht dabei. Da ist eine kleine Macke drin. Kann man eine Schraube rausholen durch die Tüte. Vielleicht hat da einer nur die Schraube hier braucht. Also, ich werde das jetzt mal googeln bei jemandem. Ja, hier ist ein Loch drin. Ob die Schraube nicht auch noch dabei ist, sondern nur der Ring.
Also das ist ja für die Belüftung, also für die, wenn man es gelüftet hat, zum Zumachen. Und das ist der wichtige Dichtring, der neu gemacht werden muss. Aber ansonsten ist alles da. Der grüne Ring hier, der muss, ist egal, wie rum da drauf kommt. Hauptsache, man zieht den Deckel nicht nochmal ab und drückt nochmal drauf, wenn man schon mal drauf hatte. Dann ist das nämlich hinterher nicht dicht und dann hat man Spaß in den Backen. Ja, was soll ich zu sagen? Jetzt machen wir mal eins, jetzt bauen wir das vor Ort ein. Erst die Luftfilter, dann Jennestal und da gibt es da eine schicke Diashow von, aber ich mache ja noch mal eine Ansage. Ich sag mal, ich mache jetzt Abracadabra bis vor Ort. Dann sage ich mal, bis später.